In diesem Video zeige ich dir, wie du per FTP Dateien zu Joomla hochladen kannst. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du kannst über die Joomla Mediathek Dateien hochladen, dann findest du sie direkt in der Mediathek. Oder du gehst den anderen Weg und lädst Dateien über die Ordnerstruktur, über ein FTP-Programm hoch, wenn es beispielsweise sehr viele Dateien sind oder wenn du sie gar nicht in der Mediathek haben möchtest. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und in diesem Video zeige ich dir genau das Vorgehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn dir solche Videos gefallen, bitte gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere gerne den Kanal und wir sehen uns das Ganze jetzt einmal an. Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten. Es gibt über den Hosting-Anbieter in der Regel die Möglichkeit, über eine sogenannte Web-FTP-Oberfläche direkt Dateien hochzuladen. Das heißt, dann brauchst du kein extriges FTP-Programm, musst das nicht verbinden, sondern du loggst dich einfach bei deinem Hosting-Anbieter ein, klickst auf Web-FTP und dann kannst du schon relativ viel an dieser Stelle machen. Ist sehr einfach, hat allerdings oftmals den Nachteil, dass du Dateien nur in bestimmter Dateigröße hochladen kannst und einfach ein paar Einschränkungen. Das heißt, die Alternative dazu besteht darin, ein eigenes FTP-Programm zu verwenden. Und unsere Empfehlung ist hier das FTP-Programm FileZilla. FileZilla kannst du dir ähnlich wie deinen Windows Explorer oder beim Mac den Finder vorstellen. Du hast ja auf der linken Seite dein Desktop, also die Dateien auf deinem Computer und auf der rechten Seite deinen Server. Und du kannst jetzt von links nach rechts die Dateien entsprechend rüber kopieren, auch per Drag and Drop und entsprechend Ordner anlegen. Vorgehensweise ist folgende: Du lädst dir das FTP-Programm FileZilla herunter und dann musst du die Zugangsdaten von deinem Server eingeben, dass du FileZilla mit deinem Server verbindest. Das funktioniert wie folgt: Du brauchst folgende vier Dinge, die Zugangsdaten. Diese findest du bei deinem Hoster, da gibt es den Bereich FTP-Zugangsdaten oder SFTP-Zugangsdaten und entsprechend kannst du dir da die Zugangsdaten herauskopieren bzw. einen neuen Zugang erstellen. Zum einen ist das Servername bzw. die Adresse, Benutzername und Passwort und dann noch die Verschlüsselung entsprechend der Port an dieser Stelle. Wenn du dann in FileZilla bist, kannst du die Verbindung entsprechend herstellen und das sieht dann wie folgt aus. Ich kann dir jetzt natürlich nicht die Einstellung von meinem Server zeigen, aber hier auf der linken Seite, das ist quasi der Desktop, und auf der rechten Seite bin ich hier auf der Ordnerstruktur auf meinem Server. Und jetzt kannst du hier einfach ein Verzeichnis erstellen. Ich nenne das jetzt mal Dateien. Und dann haben wir hier das Verzeichnis Dateien. Wir können da mit dem Doppelklick auf darauf klicken. Und jetzt kannst du von der linken Seite einfach Dateien hier nach rechts rüberschieben. Oder auch per Drag and Drop, wie ich das jetzt mache mit diesem Bild. Und dann habe ich hier ein Bild hochgeladen. Du kannst an dieser Stelle auch die Bildbezeichnung ändern. Du kannst eine Datei wieder löschen. Du kannst dich durch die Ordnernavigation durcharbeiten und auch hier dieses Verzeichnis wieder löschen. So funktioniert das Ganze. Wie gesagt, du brauchst die Zugangsdaten dafür oder benutzt den Web-FTP-Client, wie es dir angenehmer oder lieber erscheint. Jetzt eine Bitte zum Ende des Videos: Gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns bei einem der folgenden Videos vielleicht einmal wieder. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil.